Was ist ein Kaufvertrag? Fragezeichen. Nun, klären wir zunächst mal, was ist ein Vertrag? Ein Vertrag sind zwei oder mehr übereinstimmende Willenserklärungen. Wir müssen also hier unterscheiden, wenn man so landläufig sagt, gib mal den Vertrag, dann meint man ein Dokument. Aber juristisch ist ein Vertrag etwas, das entsteht, wenn zwei oder mehr Willenserklärungen übereinstimmen. Bei einem Vertrag, und jetzt gehen wir in Richtung Kaufvertrag, ist das das Angebot und die Annahme des Angebots. Also ein Kaufvertrag besteht aus einem Angebot plus Annahme. Das sind die beiden übereinstimmenden Willenserklärungen. Und damit ist ein Kaufvertrag oder besteht aus zwei übereinstimmenden Willenserklärungen über eine Sache. Dann haben wir einen Kaufvertrag. Wenn Angebot und Annahme, wenn diese beiden Willenserklärungen übereinstimmen, dann haben wir einen Kaufvertrag über eine Sache. Und noch eine Bemerkung am Rande. Wenn Sie im Internet irgendein Produktbild sehen und daneben einen Preis, dann ist das kein Angebot, sondern die Aufforderung, ein Angebot abzugeben. Wenn Sie im Schaufenster eine Sache dargestellt sehen, appetitlich dargestellt sehen und daneben ein Preisschild, dann ist das eine Aufforderung, ein Angebot abzugeben. Das ist nicht das Angebot. Der Kunde, der in den Laden kommt und sagt, ich will das kaufen, der macht das Angebot. Ja, und der andere nimmt es an oder nimmt es eben nicht an. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.